Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Wir sind immer noch in Space Engineers unterwegs, immer noch auf unserer kleinen Raumstation hier. Ja, und ihr seht schon, die Heinzelmännchen waren wieder da und haben Dinge getan. Genau genommen hier ein bisschen mehr Boden reingefeuert, hier nochmal ein paar von den Querverstrebungen rein und hier schon mal vorbereitend eine kleine Pipeline gezogen. Die geht zwar in der Sekunde noch nirgendwo hin, aber wir werden sie auf jeden Fall brauchen, wenn wir da oben irgendwo eine medizinische Station aufbauen wollen, weil die muss ja dann auch noch mit unserem Sauerstoffsystem verbunden werden. Apropos Sauerstoffsystem, da habe ich was vor. Mhm. Und zwar, wir hatten ja davon erzählt, dass es diese lustigen Sauerstofffarmen gibt. Und ja, ich meine, unendlich viel Sonne kriegen wir hier vorne zwar nicht, ist auch klar, aber ich würde hier trotzdem gerne zwei, drei anbauen, so zwischen den Türmchen vielleicht, und dann die auch mit dem Sauerstofftank versehen, also dass die schon mal anfangen können, uns irgendwie Dinge hier einzupumpen. Ansonsten weitere Sachen, die ich vorhabe, und ich hoffe, das schaffen wir heute alles, weil es wird ein bisschen was zu tun geben, ist hier unten mal dafür zu sorgen, dass wir hier ein System mit Cargo-Containern kriegen. Diesmal werden wir es ein bisschen anders machen als in der Basis unten. Und zwar hatte ich da ja einen Kommentar erhalten, ob wir das nicht mal mit dem Easy Inventory machen und wollen können. Und ja, warum nicht? Ich versuche zwar irgendwie sehr viele Dinge hier möglichst vanilla zu halten, dass ihr das auch irgendwie ein bisschen halt eben nachspielen könnt, ohne euch gleich 20 Millionen Mods zu installieren. Gut, okay, wir haben jetzt mittlerweile mit den NPC-Mods haben wir schon einen relativ großen Modpack mit drin, ist klar, aber ja, ein bisschen was soll ja hier auch in der Welt passieren. Übrigens haben wir hier auch eine Raumstation in der Nähe, da könnten wir auch mal schauen, was die uns so anbieten. Aber gut, bevor wir jetzt hier weiter rumreden, würde ich sagen, schauen wir erstmal, was wollen wir denn tun? Wir haben festgestellt, wir brauchen Sauerstofftanks. Hat auch den großen Vorteil, dass es nicht schlimm wäre, wenn das Conveyor-System erstmal noch nicht da ist. Ich glaube, wir haben noch gar keine Tanks benutzt, oder? Nee, kann nicht sein, oder? Wir haben echt noch keinen einzigen Tank verwendet. Mal ganz kurz schauen. Wir haben einen H2O2-Generator, aber nein. Nein, noch keinen Tank. Naja, dann wird es ja mal Zeit. Ja, was gibt es über Tanks zu sagen? Tanks sind dafür da, um, Überraschung, Überraschung, Gase zu speichern. Also. Und es gibt davon natürlich gleich mehrere verschiedene. Also das hier ist jetzt haben wir hier gerade einen kleinen Small Grid Sauerstofftank. Wenn wir jetzt den Knopf nochmal drücken, dann haben wir hier den Large Grid. Und von dem wollen wir auch welche verbauen. Um das zu tun, muss ich aber mal ein paar Stahlplatten erstmal einstecken. Ich habe jetzt in der Sekunde noch die Farbe, die ich jetzt die ganze Zeit für die industriellen Blöcke genutzt habe. Und wisst ihr was? Ich glaube, die benutzen wir jetzt hier erstmal weiter. So. Ein Tank. Ich habe hier auch nochmal schon so kleine Buchten hingebaut. Siehst du wahrscheinlich schon. Das mach mal bitte schön. Die sollen nach oben zeigen. Ich meine, wird eh später niemand sehen, weil wir das wahrscheinlich eh alles einbauen werden, aber so ein bisschen Ordnung darf ruhig. So, ich sage es gleich dazu, nicht alle dieser Tanks werden später dann halt auch irgendwie mit hier direkt alle mit Sauerstofffarmen verbunden sein. Und zwar, was ich machen wollte. Wir hatten ja hier irgendwie, als es letztes Mal ein bisschen eng wurde, diese Türme hingestellt. Die kommen erstmal weg. Also natürlich nicht ganz weg, die baue ich gleich wieder auf, aber anders. Weil ihr könnt es euch vorstellen, ich habe hier ja eigentlich schon so ein bisschen vorgeplant. Und zwar machen wir das jetzt so, dass wir hier einen Turm hinpacken. Wo sind sie? Da sind sie. Die kommen jetzt aber natürlich nicht in der industriellen Baufarbe, sondern so, hier ist wieder frei. Dann setzen wir hier wieder einen hin. Da weiß ich noch nicht, ob ich da noch irgendwas tue. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal wieder unsere Türmchen auf. Wir brauchen ja schließlich ein wenig Verteidigung. Was ich dann grundsätzlich auch noch gern irgendwann tun möchte, ist nach oben an die Oberfläche durchbrechen und da dann auch nochmal was hinstellen. Hier oben dann wahrscheinlich ein paar große Kanonen, also irgendwas, was ganz gut Dacker macht. So,
Das Schöne an den Tanks ist, die funktionieren nicht nur als Tanks. So, das müssen wir eben erstmal teilen. 42, ne? 42. Ja. Numblock drücken soll helfen, habe ich gehört. Numblock besser gesagt. Okay, der hat. Was? Wieso hat denn der? Hat der jetzt schon 50 Schuss Munition? Achso, das ist der erste. Ich bin. Der Held, der Held. So, okay. Dann gehen wir natürlich wieder hin und sagen unseren Türmen, dass sie bitte auf die maximale Reichweite gehen sollen. Meteore gibt es eh keine, können wir abschalten. Raketen sollen die auch nicht abfeuern, aber kleine Schiffe, große Schiffe, Characters, okay, gibt es eigentlich auch nicht. Station, nein, hier wird keine Station in Schussreichweite spawnen. Das passiert aber nicht. Keine Neutrals, aber Enemies. Und außerdem sollen sie noch was tun, und zwar sollen sie vor allem erstmal die Waffensysteme aufs Korn nehmen. Weil, ja, wenn hier ein Schiff rumfliegt, das ist zwar in der Theorie ganz in Ordnung, aber das Gefährliche sind halt einfach die Waffensysteme und deswegen möchte ich die natürlich möglichst schnell außer Gefecht wissen. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen Dinge zerlegen. Hier fehlt noch ein Tank, sehe ich gerade, und hier auch. Also wie gesagt, die Tanks funktionieren eben nicht nur zum Speichern von irgendwas, sondern sie funktionieren auch gleichzeitig als Conveyor. Das heißt, auch da können Gegenstände, ja gut, da kann ich nicht raus, ist klar. Auch da können Gegenstände durchlaufen, beispielsweise die Munition für unsere Türme. So, und dann brauchen wir zusätzlich zu den Tanks. Muss man halt immer die Toolbars hier irgendwann demnächst wieder aufräumen oder ich fange halt wie immer an, die dann irgendwie einfach sporadisch zu überschreiben. Und zwar gibt es hier die Oxygen Farm. Können wir ein bisschen schauen. Die hat. Ach, so war das bei der. Ah, okay. Heißt, wir brauchen doch ein paar mehr Conveyor, als ich gedacht habe. Jetzt muss ich aber mal was schauen. Die hat ja am Ende diesen. Dieses Nupsi, sage ich mal, ja. Und damit die jetzt nicht hier ewig weit rausschaut, würde ich sagen, platzieren wir die so. Gut, dass ich die Tanks noch nicht fertig geschweißt habe. Das wäre vielleicht ein bisschen blöd geworden. Weil die werde ich jetzt alle nochmal ein Stück nach hinten versetzen müssen. Weil ihr habt es ja gesehen, die Farm hat nur einen Conveyor-Anschluss hinten. Die werden hier jetzt natürlich nicht allzu viel Licht abbekommen, aber wir machen es natürlich der Symmetrie halber. Das soll ja alles auch ein bisschen ordentlich aussehen. War die jetzt wieder? Finde es immer super, wenn ich mich in meiner eigenen Toolbar verirre. Hä? Ah, da sind es 4. So. Können wir schon mal direkt hier 3 Stück auf Halde nehmen und sagen direkt mal, produzieren wir die Teile dafür. Ressourcentechnisch sollte das alles keine Schwierigkeit darstellen, denn wir haben mittlerweile gar nicht, stehen damit mittlerweile gar nicht mal so schlecht da. Ja, vielleicht lassen wir das erstmal hier weg. Wir müssen nicht hinter jedem einen Tank bauen. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. So, aber was wir jetzt erstmal brauchen ist Material. Und zwar viel. Ja, es wird Zeit, dass wir hier irgendwie ein Cargo-System aufbauen, mit dem wir nicht mehr so viel in der Gegend rumfliegen müssen. Aber jetzt im Moment muss das erstmal halten. So, weil die Sache ist, warum brauchen wir die Tanks? Ganz einfach, den Sauerstoff, den die Dinger hier produzieren, müssen wir irgendwo auffangen. Und nachdem die jetzt nicht unendlich viel davon rauspumpen, sondern eigentlich relativ wenig,
wenn Sonne drauf fällt. Würde das nicht reichen, um jetzt irgendwie hier dann alles unter Druck zu setzen? Also gut, klar, um hier irgendwas unter Druck zu setzen, müssen wir eh noch ganz viel tun, nämlich hier oben irgendwie noch eine Wand reinziehen, wir müssen hier neben zumachen, wir müssen da hinten zumachen, also den Raum wirklich komplett abschließen, sonst wird er nicht luftdicht. Und hier neben müssen wir natürlich dann auch erstmal noch unsere Conveyor Ports bauen, dass das alles miteinander verbunden ist und dann können wir den Tank ransetzen. So, aber wir haben schon mal ein paar von den Dingern stehen. Das ist gut, das ist schön, das gefällt mir. Hier schweiß jetzt mal alles, was ich noch auf Tasche habe, irgendwie rein. Wird wahrscheinlich eh nicht mehr reichen, um das irgendwie fertig zu kriegen. Da mache ich mir keine großen Hoffnungen. Unsere Energie ist auch schon wieder platt. Jetzt muss ich noch alles einstecken. Wahrscheinlich noch Stahlplatten wie Sau, ne? So, noch irgendwelche Teile. Okay, wir müssen erstmal tanken. Sonst machen wir gleich wieder lustige Geräusche, die, wenn wir sie lang genug ignorieren, von Ableben gefolgt sind. Eine Medbay wäre auch ein Ding. Aber ja, ist tatsächlich ein Mitgrund, warum wir das mit den Tanks da überhaupt tun. So, wir sind hier wieder voll. Wir können noch ein paar Teile eintüten. Und weitermachen. So viele Teile haben wir gar nicht mehr zum Eintüten. Lustig. So, schmeiß mal kurz ein bisschen Kram ab. Und zieh 9. Die Large Steel Tubes ziehen halt brutal viel Inventarplatz, das merkst du halt sofort. Hier fehlen noch Stahlplatten, okay. Machen wir nochmal den Bildplaner leer. Und nehmen die Komponenten auf Tasche. Und vielleicht sollte ich auch gleich nochmal, wenn ich da unten bin, sagen, dass wir noch mal ein bisschen was davon bauen. So, damit sind die schon mal prinzipiell fertig. Also werden gleich fertig sein, so rum. Und dann brauchen wir eine Ladung von Conveyor-Blöcken, und zwar genau genommen 9 Stück. Ich weiß gar nicht, ob hier schon Sonne drauf scheint, wahrscheinlich noch nicht. Können wir nachgucken. Ne, hier kommt, ihr seht's, Oxygen Output, hier passiert noch gar nichts. Okay, das ist halt natürlich auch ein bisschen ungut daran. Man könnte sie theoretisch auch irgendwie an einen Solartower mit ranhängen, dass sie sich dann irgendwie dann da mit irgendwie noch wir sind erstmal voll. Dass sie sich dann da irgendwie mit nach der Sonne ausrichten, ja. Möchte ich jetzt aber tatsächlich nicht unbedingt tun. Gebe ich auch zu. Da bin ich heute mal ein bisschen faul. I don't know. Du bist faul. Kannst du die aussuchen? So rein theoretisch. Was ist denn da los? Wahrscheinlich beim Bohren mit Miner irgendwie was kaputt gemacht. So, also die Conveyor-Blöcke brauchen wir, damit das alles miteinander verbunden ist, weil die können logischerweise nur über den Conveyor-Port ausgeben und nicht nach links oder rechts. Wie das halt eben im Spiel so ist. So, das hätten wir auch gleich. Das ist schon mal sehr schön. Können natürlich auch schauen, dass wir hier vielleicht dann auch
Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das hier machen möchte, ob ich, wie ich hier zubaue, weil das muss ich auch noch irgendwie abschließen. Ja. Egal, wir haben jetzt erstmal unsere Conveyor Ports gebaut. Jetzt brauchen wir nochmal unsere Tanks. Für viel reicht es dann nicht, ist mir auch klar. Es ist auch noch nicht schlimm, wenn wir das jetzt noch nicht so im Netzwerk zusammenschließen. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Solarfarmen da sind, also die Oxygenfarmen so rum. Und dass wir die Tanks hinten dran haben. Die werden sich prinzipiell recht langsam füllen. So, Bildplaner sagt, machen wir nochmal leer. Holen wir uns nochmal hier die Teile rein. Und ziehen uns neue raus. Vielleicht mal wieder sagen, produziere auch mal was. Damit wir zwischendrin nicht irgendwie auslaufen. So. Dass nicht irgendwie die Teile ausgehen. Das ist immer sinnvoll, irgendwie möglichst konstant nachzuproduzieren. Dann hat man immer genug auf Tasche. Vor allem kommen wir ja jetzt hier eh bald an eine Stelle, wo wir wirklich halt einfach auch jetzt nicht mehr so krass viele Ressourcenprobleme haben. Ich meine, unser kleiner Autominer da unten hilft uns natürlich auch, weil jedes Mal, wenn der wieder zurückfliegt, pumpt er hier ordentlich Stein rein. Und wenn wir jetzt mal kurz in die Raffinerien reinschauen. Guck mal da. Und das ist nur eine. Das ist nur eine Raffinerie. Ich kann mal zur nächsten gehen. Guck mal da. Also kurzum, wir haben Silizium und Nickel sind noch ein bisschen dünn. Aber Eisen haben wir richtig viel mittlerweile. Also da können wir gut bauen mit. Ja. Und wenn jetzt dann irgendwann die Sonne rumkommt, und das tut sie gerade, können wir jetzt mal schauen. Ihr seht, ähnlich wie bei den Solarzellen haben die hier so Punkte. Und diese Punkte indizieren halt eben, wie gut oder schlecht die gerade Strom kriegen. Nicht Strom, sondern wie gut der Sonneneinfall ist. Und der Sonneneinfall sagt dann im Grunde genommen, wie gut sie dann Sauerstoff produzieren. Die sehen jetzt hier im Moment noch dunkel, weil sie im Grunde genommen fast verschattet werden. Deswegen sind im Moment nur die äußeren am Start. Aber wenn wir jetzt mal in den Tank reinschauen, müssten wir jetzt gleich sehen. Hier müssen wir auch Licht machen. Nee, noch macht er nichts. Also die Tanks sind noch ziemlich schwach auf der Brust. Aber hier, diese Oxygen Farm fängt jetzt an, 0,24 Liter pro Minute zu. Also, ihr seht, 0,24 Liter pro Minute. Ja. 0,48. Der Rest macht noch nichts. So. Und hier haben wir jetzt den ersten Liter Sauerstoff von natürlich klar 100.000. Also ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauern wird, bis diese Tanks mal voll laufen. Ja, die Antwort lautet ewig. Aber was das Gute daran ist, jedes Mal, wenn die Sonne hier vorbeimarschiert, kriegen wir hier ein bisschen Sauerstoff rein. Es ist nicht viel, klar, aber es wird über Zeit langsam Stück für Stück unsere Tanks füllen. Und wenn wir nicht ständig die komplette Basis wieder wenden, also irgendwie versehentlich, was weiß ich, einen Block wegmachen oder eine Tür offen lassen und der komplette Sauerstoff da wieder rauspumpt, dann sollte das insofern ganz ausreichen, dass wir hier Overtime halt einfach eine autarke Sauerstoffversorgung haben, die auch dann noch funktioniert, wenn wir kein Eis mehr reinbekommen. Natürlich, klar, wir haben irgendwo hier hinten drin, hatten wir, glaube ich, ein Eisvorkommen oder war das... Doch, das müsste hier irgendwo gewesen sein, dachte ich. Hat mir irgendwann was angezeigt. Naja, gut. Aber wir können zumindest Sauerstoff holen, ohne dass wir... oder Sauerstoff kriegen, ohne dass wir halt eben Eis brauchen. Das ist insofern natürlich schon mal ganz nett, weil ja, dann kann uns, selbst wenn uns das Eis mal irgendwie auslaufen sollte und wir wirklich, was weiß ich, weil wir irgendwie absurd viel vertankt haben in Schiffe oder so, also wenn wir Wasserstoffschiffe bauen, das weiß ich auch noch nicht so genau, dann haben wir auf jeden Fall trotzdem noch eine kleine Sauerstoffzufuhr, die uns nicht ausgehen kann. Also zumindest nicht, wenn wir uns nicht total blöd anstellen. So, das war der erste Streich. Und der zweite, kümmern wir uns sofort drum. Wahrscheinlich muss ich nochmal ganz kurz mit dem Presslufthammer runter, weil wir werden noch ein wenig Platz brauchen. Oder machen wir das gleich mit meiner. Weißt du was, wir machen es mit meiner. Das ist irgendwie, geht schneller, geht schöner, geht gründlicher.
Also einmal abdocken. Wir freuen uns, dass unsere Tür wieder aufgeht. Ich glaube, mir ist tatsächlich, wenn ich einen Autominer da reinpacken will, könnt ihr eventuell ein bisschen kurz ausfallen. So, drüber nachgedacht. Ja, auch das werden wir dann sehen. So, aber sei es wie es will, wir brauchen hier mehr Platz. Also schaffen wir ihn uns. Oh, super. Ratet mal, wer schon wieder zwischen den Folgen Asteroidenlöcher zuspachteln darf. Ja, übrigens, ich hoffe, ich habe euch mit der letzten Folge nicht zu sehr gelangweilt mit der großen Admin-Konsolen-Erklärbär-Runde. Hatte ich eigentlich so erstmal gar nicht geplant, ist dann irgendwie so ein bisschen spontan passiert, aber ja, auf der anderen Seite dachte ich mir dann in dem Moment einfach, wenn wir dann schon irgendwie da sind, können wir da ja mal kurz drauf gucken, das ein bisschen zeigen, dass ihr das mal gesehen habt. Könnte für euer eigenes Spiel halt auch ganz interessant sein und deswegen haben wir das jetzt einfach mal mit aufgenommen. So, mehr machen wir jetzt hier aber erstmal nicht. Das muss für die Sekunde, glaube ich. Es wird nicht ganz reichen. Ich muss hier. Na gut, wir gucken mal. Wir gucken mal. Für einen Moment sind wir hier erstmal wieder fertig. Einmal umdrehen. Ja, auch was in den Kommentaren stand, fand ich auch eine sehr interessante Idee, irgendwie hier diesen Docker mit dem Kolben irgendwie rauszufahren. Das Einzige, was mich da ein bisschen dran, ich sag mal, was ich an der Stelle zumindest ein bisschen schwierig dran finde, ist halt eben, dass dieser Kolben dann nicht schön sauber in der Mitte wäre, sondern halt eben so, genauso wie hier unser Anschluss halt eben so ein Stück geoffsetet wäre, einfach weil die Tore sind halt so, wie die Tore sind. Aber es hat mich auf die Idee gebracht. Und zwar auf was wir vielleicht unten tun können, wenn wir unsere Landebucht haben. Dass wir da vielleicht sowas ähnliches machen wie unseren Aufzug. Aber eher so ein bisschen in dem Stil, wie es in Elite Dangerous ist. Also sprich, dass du eine Plattform hast, auf der landest du ein Schiff, dockst an. Dann fährt die nach unten, zieht dann dein Schiff ein und dann ist dein Schiff unter der Station geparkt. Das einzige Schwierige dabei ist, irgendwie müsste dann wieder eine neue Plattform geholt werden, wieder hochgefahren werden, um das gescheit zu tun. Das könnte ein wenig knifflig werden. Okay, aber was wir jetzt tun wollen, ist erstmal dafür sorgen, dass wir diese ganzen Ressourcen, die wir hier bekommen, auch mal irgendwie sinnvoll weggespeichert kriegen. Dafür hätte ich gern wieder unsere Konstruktionsfarbe. Und jetzt muss ich mal eine Runde zielen, weil wir haben ja an der Stelle da unseren Conveyor. Ich glaube, so. Haut das hin? Das haut hin. Sehr gut. Dann haben wir da noch einen. Da noch einen. Da noch einen. Und ich hoffe, ich habe getroffen. Habe ich. Also kurzum, absurd viele Cargo-Container. Und hier müsste auch noch einer hin. Naja, wie gesagt, ich muss eh da wieder Stein hinpinseln, insofern. Genug. Ich guck mir das mal kurz von außen an. Ja, okay, dann guck mal lustig, hier blutet das ordentliche Licht durch. Okay, ich hab's verstanden. Wir pinseln dann hier nochmal lang und da oben vielleicht auch noch ein bisschen, dass das Licht da nicht so rauskommt. Das fände ich ganz hübsch. Es soll jetzt aber erstmal in der Sekunde nicht unser Hauptproblem sein. So, dann brauchen wir ein paar Conveyor Junctions und ein paar Conveyor Tubes. An der Stelle können wir auch gleich nochmal sagen, dass wir nochmal ein paar Interior Plates nachproduzieren, ein paar Construction Components, Stangen, ach. Das ganze Geraffel halt, ihr kennt es doch mittlerweile auch. Vielleicht auch noch ein bisschen Glas, auch davon werden wir noch eine ganze Menge verblasen. Ein paar Displays, da brauchen wir aber wahrlich nicht viele von. Reaktorkomponenten. Wisst ihr was? Machen wir auch mal. Machen wir einfach auch mal.
wir haben ja dankenswerterweise genug von dem Zeug einstecken. So, und was wir jetzt anders machen als beim letzten Mal. Beim letzten Mal, erinnert ihr euch ja vielleicht, hatten wir noch unsere Sorter überall eingebaut. Das machen wir diesmal nicht. Weil wir werden ein Skript installieren und dieses Skript wird sich dann von selber darum kümmern, dass die Container den ihnen zugewiesenen Inhalt bekommen. Das funktioniert darüber, dass man den Containern im Grunde genommen in den Namen reinschreibt, was sie beinhalten sollen. Wenn man das nicht tut, kümmert sich das Skript von selber drum und sortiert halt einfach, wie es fröhlich ist und benennt im Zweifelsfall dann auch die passenden Container passend. Aber dazu dann später mehr. Erstmal müssen wir jetzt hier eine ganze Menge Zeug zusammenschweißen. Wir brauchen erstmal die Verbindung, weil unsere Container müssen ja irgendwie im Netzwerk dranhängen, damit wir da was hin und her schieben können. Und dann muss ich eh nochmal schauen, weil es gab irgendwie die Möglichkeit, diesem Skript zu sagen, dass es bestimmte Container ignorieren soll. Müsste dann eigentlich drinstehen, wie es geht. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich diese Industrial-Container verwende und genau deswegen tue ich es auch, weil ich die wirklich einfach mal ausprobieren wollte. Ich meine, klar, sie haben insofern natürlich einen dicken Nachteil. Sie haben im Gegensatz zu den herkömmlichen, klassischen, großen Cargo-Containern, ihr habt ja gesehen, auf der Erdbasis hat man den ja gebaut. Der hat links, rechts, vorne, hinten, oben, unten Anschlüsse, also 6 Stück. Die hier haben nur 4. Das ist insofern jetzt aber nicht wahnsinnig wild, weil wir müssen hier eh nicht großartig ran. Wir werden dafür dann weitere Container haben, die wir im Grunde genommen nur als Access Port benutzen. Und insofern, ja, ich wollte es einfach mal wegen der Optik tun. Und das Schöne ist schon, ihr seht, wir können jetzt mittlerweile schon hier die Teile holen, weil wir über die Raffinerien nach oben hin Zugriff auf die kleinen Container haben. So, Bildplaner mal hier löschen. Und ja, wir bauen jetzt wirklich einige von den Dingern. Einfach weil, auch hier kann ich jetzt wieder über den holen. Einfach weil ich möchte uns hier die Möglichkeit geben, wirklich ein bisschen was einzulagern. Also große Mengen an Teilen, große Mengen an vorproduzierten Komponenten. Na, guck mal, unsere Small Steel Tubes gehen langsam zur Neige. Also nicht nur langsam, sondern wahrscheinlich sind sie mittlerweile platt. Das heißt, die sollten wir mal dringend vorziehen, damit wir hier weitermachen können. Und die beiden brauchen wir noch. Geht mir auch gleich Energie wieder platt, wie immer. So, und was jetzt passiert? Wir fangen mal an, ein bisschen zu sortieren. Und zwar dieser Container hier, ich benenne ihn explizit nicht. Aber was wir da schon mal machen, wir verpassen dem jetzt mal aus den Raffinerien ein paar verarbeitete Erze. Hintergrund ist, ich möchte, dass das Skript erkennt, dass da schon was drin ist und dann sagt, okay, alles klar, das hier ist mein Erzcontainer. So, dann nehmen wir dafür mal erstmal den da hinten. Was er dann zwischendrin macht, das kann er sich dann immer noch aussuchen, aber hier suchen wir jetzt unsere Small Container und die Assembler und sagen,
Okay. Und sagen erstmal nur mal eine Runde tanken, sonst fangen wir gleich wieder an rumzusterben. Und rumsterben wollen wir gerade nicht. Sehr gut. Direkt wieder Schaden kassiert. So muss das. Okay, also, wir gehen jetzt hier wieder rein und ziehen in den Container schon mal alles, was wir hier irgendwie an Komponenten finden. Ist jetzt natürlich ein bisschen super, weil der Assembler halt eben einfach weiterfeuert. Aber ja. Das muss das Boot abkönnen. So, ich gebe, muss mir jetzt hier nicht auch, eigentlich muss ich mir jetzt gar nicht so viel Mühe geben, wie ich es gerade tue. Hauptsache das Zeug ist irgendwie drin, alles weitere würde dann das Skript eh von sich aus erledigen. So, guck mal, hier sind auch irgendwie ein Medium-Cargo-Container, in den Sachen drin sind. Old Cannon Shells, was soll das denn? Die gehören da gar nicht rein. So, hier ist noch ein zumal Cargo-Container, den räumen wir natürlich auch aus. So, jetzt müssen wir hier gleich ein bisschen aufpassen, weil die Teile will ich ja nicht drin haben. So, aber ihr seht natürlich schon, hier in die Container kriegt man natürlich deutlich mehr Zeug rein. Deutlich mehr als in die kleinen. Hier, wir haben jetzt gerade mal irgendwie knapp 100.000 von 1.200.000 Litern voll. Je mehr wir hier reinstoppen, umso weniger wird es natürlich, ist klar, aber das ist die grundsätzliche Idee dahinter. So, das ist der Container. In dem hier möchte ich ein bisschen Eis haben. Einfach wieder auch hier aus dem Grund, damit das Skript dann erkennt, alles klar, hier kommt Eis rein. In den Container. Okay. Packe ich ein paar Werkzeuge rein. So, nochmal hier drüben hin. Ich habe gesehen, hier war noch ein bisschen Zeug, das wir noch rüber schubsen können. Ja gut, wird schon schief gehen. So, als nächstes brauchen wir wieder einmal einen berühmten programmierbaren Block. Logischerweise. Wie gesagt, wir wollen ein Skript setzen. So, und der, wisst ihr was, der kriegt jetzt hier so eine, hier irgendwie... Nehmen wir jetzt einfach mal die Industriefarbe an der Stelle. Und ich hätte gesagt, ich schmeiße den jetzt einfach hier sozusagen in diesen Zwischenraum. Da passt er ja thematisch ganz gut hin. Vielleicht haben wir später irgendwann sowas wie einen Serverraum oder so, wo wir das nochmal verändern. Aber in der Sekunde machen wir den jetzt erstmal hier rein. Und dann sagen wir natürlich erstmal Inventory, damit wir irgendwie so ein bisschen was hier rein soll. Und dann nehmen wir uns das gute Easy's Inventory Manager Skript. So, das sind hier die ganzen Keywords, mit denen die Container irgendwie erkannt werden. Also Ores, Ingots, Components, Tools, Ammo, Bottles beispielsweise. Theoretisch müsste das aber auch, glaube ich, automatisch machen, sobald wir hier sagen Checkcode. Ist eigentlich ein Ignore-Name oder so. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr so genau. Keyword a block name, das könnte irgendwie skipped, locked. Locked, okay, wenn ich ihn locked nenne, dann wird da nichts. Was skipped heißt, nichts wird rausgenommen. Kann ich auch sagen. Okay, nein, das will ich nicht. Keyword for Connectors. Oh ja, gut, kommt von mir aus. Wir machen einfach mal. So, und dann können wir jetzt nämlich auch noch hingehen. Wir könnten Autocrafting anschalten. Dann wird da automatisch eine Menge, oder das ist sogar, glaube ich, schon an. Dafür sorgen, dass eine vorgegebene Menge an Teilen halt eben schon automatisch drin ist. So, Assemble Margin, das ist okay. Ja, hier kannst du dann auch noch viel mehr einstellen. Das machen wir jetzt aber nicht so krass. Also, man kann auf jeden Fall einstellen, dass man hier auch irgendwie Teile vorbaut.
Man kann Assemblern bestimmte Informationen dazugeben. Also dieses Skript kann sehr, sehr viel. Viel mehr als das, wofür wir es jetzt im Grunde eigentlich benutzen. So, und damit müssten wir jetzt, wenn wir an die Torcontainer gehen, schon Veränderungen sehen. Beispielsweise sehen wir, der hier ist weg. Die Frage ist jetzt nur, welche. So, der hier ist jetzt Ors Ingots, der hier ist, ist Components, der ist Tools, Ammo, Bottles. Und die anderen sind im Moment einfach leer. Was mit den Small ist, die werden jetzt in der Sekunde nicht benutzt, da können wir auch gleich einen wegreißen. Jetzt können wir einfach mal schauen. So, das hier ist der Ors und Ingots, das heißt, der zieht halt eben jetzt die ganzen Erze momentan rein und verarbeitet die für uns. Nicht verarbeitet, sondern zieht die halt einfach rein und benutzt hat sie dann. So, jetzt können wir noch was Lustiges machen. Und zwar können wir sagen, und das machen wir irgendwo oben, hätte ich jetzt mal einfach mal vorgeschlagen. Voraus geht's 9. Das nehmen wir mal mit. Und jetzt können wir nämlich tatsächlich, also ich würde sagen, hier oben kommt irgendwie so was wie eine Kontrollstation hin. Das war super. Ja. Jetzt fehlt mir nämlich genau dieses eine Konstruktionskomponente, die hier im Weltraum rumfliegt, damit ich das Ding fertig kriege. So, das hat ja super funktioniert. Okay, jetzt ist es richtig rum. Das ist schon mal schön. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz den programmierbaren Block. Weil ich muss nachschauen, was nochmal das Keyword war. Okay, Ors, Ingots, bla bla bla. Sorting. Autocrafting. H2O2 Generator Handling kannst du auch noch einstellen, wenn du das willst. Also da, oder auch, dass er Reaktoren automatisch an- und ausschaltet. Also dieses Skript macht wirklich sau viel. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir nehmen das IM. So, das ist das Main Script. Lassen wir erstmal das laufen. Und zwar müssen wir dafür einfach jetzt den Blocknamen, hier das noch in den Blocknamen eingeben. Und stellen den Block natürlich noch auf Text und Bild. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal kurz hier in unserem Inventory-Skript sagen, einmal Recompile damit er, und Run, damit er den Block neu findet. Ja, Easy LCD. Was? Hab ich gerade versehentlich... Ich habe natürlich gerade versehentlich einen programmierbaren Block umbenannt und nicht das LCD-Panel. Das war ein bisschen schlau, aber das ist nicht schlimm. Dann steht es halt zur Not irgendwie auf 2. So, und jetzt seht ihr, haben wir hier, kriegen wir jetzt hier Informationen, die uns durchrattern, was hier drin genau passiert. Also, wie viele Container wir für was haben und was da so drin ist. Kleinigkeit, die wir hier noch machen können. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich den Text automatisch anpasse oder wenn ich jetzt sage, 0,5er Font Size, ob er dann auf der Größe bleibt. Es sieht so, als ob er drauf bleibt. Das gefällt mir ganz gut, weil ich möchte so ein bisschen, dass das hier ja, dass es ein bisschen stehen bleibt. Was wir auch noch tun können, und das möchte ich auch noch gleich machen, ist, ihr erkennt schon, wir machen das Ding wieder orange. Dann passt das so ein bisschen auch mit unseren anderen Skripten überein. Vielleicht, ja doch, das können wir erstmal so machen. Ja, und damit haben wir an dieser Stelle schon mal ein automatisches Inventarhandling drin. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht mehr darum kümmern, dass wir irgendwelche verrückten Sorter bauen und alles Mögliche tun, sondern das macht das Skript jetzt einfach von selber, kümmert sich für uns darum. Schubst alle Teile hin und her, wie es gerade fröhlich und glücklich ist. Hier haben wir jetzt irgendwie noch Tools und Bottles gekriegt und Munition. Hier stecken jetzt Komponenten drin. Wie gesagt, hier hat man schon gesehen, da macht er jetzt die Erze rein. Und ich glaube, hier hinten dürfte jetzt einfach in der Sekunde nichts passieren. Richtig, tut's auch. Das wird dann erst passieren, wenn unsere Container anfangen voll zu laufen. Also sprich, wenn wir an den Punkt kommen, an dem
An dem wir einfach so viele Komponenten haben, dass sie, oder so viele Erze haben, dass sie nicht mehr in einen Container reinpassen, dann fängt er dann an, hier irgendwie umzusortieren und ja, die anderen Container zu füllen. Gut. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal verkleiden wir das hier alles mal noch ein bisschen. Da würde ich gerne noch irgendwie ein bisschen mehr Glas reinpacken. Und generell hier irgendwie ein bisschen Schönbau betreiben. Da gehen wir auch schon mal irgendwie sinnigerweise ein bisschen in Vorproduktion. Weil, ihr wisst ja. Das mache ich lieber jetzt schon mal ein bisschen, dass wir das Zeug da haben. Auch nochmal Solarzellen vielleicht. So. Dann können wir dann nämlich hier dann relativ nonstop weiterbauen und uns hier irgendwie gütlich tun. Muss dann nochmal überlegen, wie ich das jetzt hier machen möchte. Wahrscheinlich irgendwie so säulenartig hier immer hoch. Säulen, naja. Aber ich würde sagen, ja, das machen wir beim nächsten Mal. Für jetzt danke ich erstmal wieder vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich jetzt schon drauf, euch auch beim nächsten Mal wieder willkommen zu heißen. Bis dann und macht's gut. Ciao.